Guten Morgen, liebe Flörsheimer und Flörsheimerinnen. Im Weilbacher Ortsbeirat war der Wunsch laut geworden, man möge in Bad Weilbach Informationen über die Zusammensetzung des Wassers der beiden Quellen, der Schwefelquelle und der Natronquelle, abrufen können. Seit dieser Woche nun sitzen in der Nähe des ehemaligen Kurhauses und der Schwefelquelle neue Tafeln im Design der Stadt mit Wissenswertem zu den Quellen, aber auch zur Geschichte des ehemaligen Kurbads, seines Parks und seiner Gebäude. QR-Codes verlinken auf die jeweils aktuelle chemische Untersuchung des Wassers, der Schwefelquelle und der Natronquelle. Vielleicht haben Sie ja am Wochenende Zeit, im Rahmen eines Frühlingsspaziergangs Bad Weilbach und seine Geschichte zu erkunden. Es gibt gleich zwei Jubiläen, an die Sie beim Spaziergang denken können. Im Sommer 1774, vor 250 Jahren, wurde Friedrich Karl Josef von Erthal zum Kurfürst und Erzbischof von Mainz erwählt. Der 1719 geborene Fürst war derjenige, der im Jahr 1783 auch bei uns nach Bodenschätzen graben ließ, die Qualität des Faulborns, wie die Schwefelquelle im Volksmund genannt wurde, erkannte und die Quelle zum ersten Mal fassen ließ. Ein zweites Jubiläum ist verbunden mit der preußischen Zeit von Bad Weilbach. Vor 150 Jahren, 1874, wurde das Badehaus eröffnet, das es den Kurgästen ermöglicht, im Schwefelwasser ein Wannenbad zu nehmen oder das Wasser zu inhalieren. Neulich war ich übrigens mit Studenten und Studentinnen der Hochschule Rhein-Main aus Wiesbaden hier am Bad Weilbach. Im Rahmen ihres Forschungsprojekts, das zusammen mit der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin durchgeführt wird, ging es um die Kolonialfrauenschule des Deutschen Reiches, die sich von 1911 bis 1918 in Bad Weilbach befand. Sie merken schon, die sind auf sehr geschichtsträchtigem Gebiet, für das sich der Bürgermeister, der ja auch Historiker ist, natürlich sehr begeistert. Immerhin habe ich über Kurfürst Erthal meine Doktorarbeit geschrieben. Es gibt allerdings auch noch, wer es wissen möchte, einen privaten Bezugspunkt für mich zum Kurbad Weilbach. 1946, als die drei Generationen umfassende zehnköpfige Familie meiner Mutter aus dem Sudetenland vertrieben wurde, kam sie über den Umweg des Bunkers in Frankfurt-Höchst nach Bad Weilbach und erhielt einen Raum im ehemaligen Kurhaus, bevor sie schließlich in der ehemaligen Kolonialfrauenschule eine Wohnung bekam. Zwei meiner Tanten wohnten für eine gewisse Zeit in den Räumen des Badehauses. Die historischen Gebäude von Bad Weilbach haben für mich persönlich also auch noch immer einen familiären Hintergrund. Sehen Sie es mir also nach, wenn ich etwas abgeschweift bin, da die Gebäude mich an meine eigene Familiengeschichte erinnert haben. Auch wenn Sie diese persönliche Erinnerung nicht teilen, wird sich ein Spaziergang durch Bad Weilbach für Sie auf jeden Fall lohnen. Versprochen. Und wer am Wochenende oder an Ostern keine Zeit hat, vielleicht sehen wir uns ja beim Brunnenfest an Pfingsten. In diesem Jahr ist die TG Weilbach Ausrichter. Ich freue mich drauf. Machen Sie es gut.